Ja, hallo, ich einen wunderschönen guten Abend aus Rheinfelden-Echterdingen. Hier haben wir gerade Tino Ahles, voll in Action. Hi, lieber Tino, bist du kurz auf Sendung? Ja, hier, guck. Okay, wen bringst du nach Deutschland? Also, wir haben zwei Superstars, die wir nach Deutschland bringen. Da gehört einmal der Jack Canfield dazu. Und dann haben wir hier, wie wir gerade sehen, den Blair Singer. Mit dem neuen Buch, was gerade eben aktuell, das ist noch feucht, direkt gekommen ist von meinem Gegenüber, der gerade wegläuft. Er ist medienscheu. Und ja, wir freuen uns auf ein gigantisches Seminar. Super, wann ist das dein Seminar? Ich muss gerade sagen, am 7. bis 9. September. Super, klasse, sehr schön. Da hinten läuft gerade Erich Kammerer. So, das ist der Mann, der Bob Proctor nach Deutschland gebracht hat und noch weitere tolle Leute bringt. Ich denke, dass er gleich wieder kommen wird. Ja, und dann haben wir den Heiko Lobe, der ganz große Macher, der T.H. Becker nach Deutschland gebracht hat. Heiko, wie geht's weiter? Ja, hast schon alles verraten. T.H. Becker nochmal nach Deutschland im April. 27. bis 29. April in München. Und weil es uns da noch ein bisschen langweilig ist, haben wir gedacht, bringen wir den Robert Kiyosaki auch noch. Und zwar auch wieder nach München im September zum Oktoberfest pünktlich. Ja, super. Kannst du was sagen zum Robert Kiyosaki? Wer ist das? Robert Kiyosaki ist derjenige, der schon ein paar Wochen vor der großen Finanzkrise prophezeit hat, dass Lehman Brothers pleite geht. Und auch sonst ein Spezialist natürlich für die Finanzkrise, Cashflow, Rich Dad, Poor Dad. Ja, eins meiner großen Vorbilder, der viele Leute schon die finanzielle Unabhängigkeit gebracht hat. Und einfach, er weiß einfach, der hat die Krise schon vorausgesehen und weiß auch entsprechende Strategien, wie man wieder rauskommt. Ja, super. Und wann kommt er nach Deutschland? Er kommt im September zum Oktoberfest. Ja, super. Das heißt also, wir haben jetzt mega, mega Events. Ja, einmal Jack Canfield, Blair Singer. Oktoberfest ist übrigens nach unserem Event. Okay. Bis 9. September und er wiederum hat auch Kiyosaki gecoacht. Von daher hören's und sehen's wert. Unbedingt. Okay, klasse. Heiko. Du musst schon eine Frage stellen. Oh, ja, klar. Es ist schon spät geworden. Es ist schon spät geworden. Genau, also wir hatten jetzt hier eine super... Spaß wurde ernst. Ja, genau, richtig. Wir haben hier eine super illustre Runde. Unser lieber Erich Kammerer ist leider nur seine Jacke da im Moment, weil er nicht auf die Kamera wollte, ist er entschwunden. Aber ich habe ihn ja vorhin schon gepostet bei Facebook und da habt ihr sein Bild. Okay, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Ciao. Alles Gute und viel Glück. Okay, und hier kommt der große Meister. Schön, sich sehr dankbar. Ja, lieber Erich, du bist ja einer der ganz großen Wilden aus Innsbruck. Einer der jungen Wilden. Was ist so deine Hauptaufgabengebiet? Du hast Bob Proctor nach Deutschland gebracht. Was machst du noch Schönes? Staunen. Staunen. Okay, Erich Kammerer hat einen ganz großen Verlag. Ja, magst du noch was sagen? Er verlegt ab und zu Bücher. Ab und zu verlegen wir Bücher. Wie das neue okay. Buchlein von uns, von Blair Singer. Ja, genau. Die kleine innere Stimme. Genau, dann das hat Leben er, so schwer macht. Genau, dann hat er das Secret und noch tausende andere Sachen. Wir werden dann sukzessive darüber berichten, ja? Genau, sukzessive. Okay, genau. Alles klar. Wir haben den Reporter. Ja. Ernst Kramerin. Okay, bye bye, schönen Abend, tschüss.